Kaiser Hansen und bin Ihnen als Fluglehrer zugeteilt. Gehören Sie auch dazu? Ja, jawohl, jawohl. Also, Sie wollen fliegen lernen? In allem Komfort. Ja, denken Sie nur nicht, dass das so leicht ist. Sie müssen einfach in die Krähe reinhocken und abhauen, was? Nein, nein, so geht es nicht. Es kommen jetzt für Sie ein paar sehr ernste und anstrengende Wochen. Aber wenn Sie richtige Kerle sind, da werden wir die Kiste schon schaukeln. So, und jetzt möchte ich gerne wissen, wie Sie alle heißen. Karl Brun. Brun. Ludwig Mommsen. Mommsen. Gottfried Müller. Müller. Arno Peters. Halt auf, Herr Mann. Ottermann. Otto Groschenbügel. Groschenbügel. Moment mal, Moment mal. Ach, das sind Sie. Jawohl, das bin ich. Na gut. Nun gehen Sie rüber zum alten Krälert. Krälert ist hier sozusagen Mädchen für alles. Er wird Ihnen die Lagervorschriften einflüchtern und Sie zum Dienst einteilen. Dann lassen Sie die Kombination verpassen und kommen alle wieder rüber auf die Emma. Groschenbügel, warum lachen Sie? Herr Groschenbügel, bitte. Nicht? Also bitte, wenn Sie es wünschen. Herr Groschenbügel, was gibt es da zu lachen? Ich habe nur lachen müssen, weil Sie gesagt haben, wir sollen da alle auf die Emma rüber. D-E-M-M-A, die Maschine heißt Emma. Ach so. Heißt Ihre Braut etwa Emma? Nee, ich habe nur daran denken müssen. Denken Sie lieber nicht. Ich denke, es ist Glückssache. Also, ab in Ihre Villa. Da wollen wir uns nachher mal den Klapperatismus ansehen. Aber beeilen Sie mal ein bisschen, meine Herren, ja? Jawohl, ja. Na und? Sind in Ordnung. Bis auf den da. Den letzten. Wer ist denn das? Das ist er. Na, der. Ach, der ist das. Ja, der ist das. Wird aber nicht alt werden bei uns. Schneller. Ja, Ruhe. Immer mit der Ruhe, ja. Ach, Kinder, was ist denn hier los? Hier schlafen wir alle zusammen. Kann man nicht ein Einzelzimmer kriegen, was? Einzelzimmer sind alle ausverkauft. Na ja, na ja, sehr wurscht. Da muss auch schon in hier mit dem ganzen Klimbim, was? Ach du meine Güte. Sie, hören Sie mal. Ist hier denn etwa so eine Art Kaserne? Wieso gemeint das? Ich meine, ist denn hier etwa militärisch? Nee, das ist die Pilgerschule Bergfried. Wollten Sie da nicht hin? Klar, Mensch, wollte ich da hin. Aha, hier. Kennen Sie den? Nee. Sie? Nee. Natürlich, woher sollen Sie doch kennen? Habe ich mal gleich gedacht. Meine Herren, alles mal ein bisschen aufpassen. Der andere Kursus geht morgen zu Ende und wir gingen alle wieder auseinander. Ja, und jetzt sind Sie dran. Mit den anderen Kerl war schon rechtskreuz. Immer nur fliegen wollten die feinen Herren und haben gar keine Lust gehabt für den Kirchendienst. Als ob man vom Fliegen allein fett werden könnte. Wo sind wir dann eigentlich hier? Also das sage ich Ihnen gleich. Wir müssen hier alles allein machen. Hat offiziellen, Geschirr waschen, was sonst der Mensch braucht im Leben. Ich dachte, wir sind hergekommen, um zu fliegen. Was meint der Herr? Ich meine, schön, wenn ihr Kartoffeln da fliegen war. Beides, Mandel, beides. Na, das kommt für mich wohl nicht in Frage. Bitte sehr. Aha, das sind Sie. Jawohl, das bin ich. Unter diesen Umständen bin ich ja wohl kaum verpflichtet, hier Reinemacherfrau oder sonst sowas zu spielen. Ja, ich möchte überhaupt mal ganz gern Ihren Herrn den Dings da sprechen. Wie heißt er? Die Brüder, das lassen Sie lieber bleiben. Wir sind nämlich hier alle zusammen eine große Familie, sagt der Herr Hansen immer. Schöne Familie, wo die Männer Kartoffeln schälen. Warum essen Sie keine Nudeln? Die wollen Sie nicht so schälen. Ich will mal was sagen. Ich will ja keinen Familienanschluss, ich will fliegen, mit allem Komfort. Aus Sport, verstehen Sie, es gehört eben dazu. Autofahren kann jeder, aber fliegen. Grinskamp ab, ja. Also los, rein in die Kombination. Wir können Herrn Hansen nicht so lange warten lassen. In die Kombination muss man leicht reinkommen. Die Brillen müssen eng anliegen. Kann ich meine eigene nehmen? Meinetwegen. Dankeschön. Hier. Los. Na ja, nun. Sagen Sie, können Sie schon fliegen? Jetzt gestatten Sie Peters, Arno Peters. Sehr angenehm. Kinder, jetzt geht's los. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Ich habe schon richtig Herzklopfen. Hat man immer zuerst, legt sie aber dann. Hier, müssen Sie lesen. Muss man das Buch haben? Och, muss man nicht, aber wenn man es hat, Sie wissen ja, am Anfang ist immer Theorie, nicht? Kennen Sie es? Nö. Was? Auch nicht? Nö. Na, ist ja gut. Komm, da wird er mit allen Komfort, ne? Die Neuen raus auf den Platz. Also los, vorwärts. Der Hansen wartet schon. Man wird sich gedulden können. Menschenkind, das geht aber schnell hier, was? Ja,
schlecht, sehr schlecht. Propeller viel zu viele Umdrehungen. Glauben Sie, dass wir gleich heute fliegen? Wie wo? Erstmal Theorie. Graue Theorie. Verstehen Sie? Was sagen Sie unserer Maschine da? Gott, ist das eine kleine Mücke. Sie, mit der soll man fliegen. Ne? Na, was kann man hier schon mehr verlangen? Na los, los! Ruhig mal, wie der angibt, was? Aber ist ja. Wurscht. Seid dich eingetrudelt, wird ja auch langsam Zeit. Also los, mein Herr! Wer fliegt zuerst? Das ist ich. Ja. Nein, du wieder nicht. Zurücktreten! Im Alphabet nach bin ich der Erste, Blum! Du wärst denn schon mal geflogen? Ich hier! Sie noch nicht? Nein. Dann kommen Sie zuerst. Nein, ich kann ruhig einer der Herren, ich trete gern zurück. Aber was wollen Sie? Ich kann ruhig einer der Herren mitfahren. Herr Droschbügel, fahren könnte mit der Straßenbahn, der wird geflogen. Aber hat doch einer gesagt, ich soll in die Küche kommen, Kartoffeln schälen. Was wollen Sie? Kartoffeln schälen? Sind Sie geflogen oder fliegen wir? Los! Ja, aber in die Küche. Hallo, ich kann doch auch aufhören, Herr Droschbügel. Ich hab gesagt, die soll in die Küche. Ja, ich kann die Sache hier machen. Ja. Nein, nun setzen Sie sich mal ein bisschen hierher. So, damit Sie sich nicht selbstständig machen. Das da unten sind die Fußsädel für Seitensteuer. Die Füße ganz weich aufsetzen. Was haben Sie denn, die Elefantenbeine? Meine Küche lieber wieder. Halten Sie im Moment mal die Luft an. Nun nehmen Sie mal den Steuerknüppel. Und nicht so, wie ein rohes Ei mit zwei Fingern. Nur weich mitfühlen. Fliegen tue ich. Bitte sehr. Wo landet der? Aus! Aus! Moment! Drei! Drei! Leider Mölle, Dr. Weppe.
Ja. Setzen Sie sich doch bitte. Ja. Also Sie sind der Glückliche. Ja, das bin ich. Ein seltener Fall in unserer Fliegerschule, was, Hansen? Ein seltener Fall. Sie haben also selbst nie an das Fliegenlernen gedacht? Nee, nee. Ich bin also quasi in den Schoß gefallen. Mit allem Komfort. Was war denn das für ein Preisausschreiben? Da war so eine Zeitschrift Reisen und Wandern, nicht wahr? Da wollen Sie unbedingt ein Gedicht haben. Hm. Ach, können Sie uns das Gedicht nicht mal aufsagen? Na, ich hab's zwar ziemlich viel im Kopf, aber wenn Sie es wünschen, nicht wahr? Kann ich ja mal. Hinaus, hinaus, die Welt ist schön. Hast du sie dir schon angesehen? Von Meer zu Meer, von Kap zu Kap. Fahr lieber heute als morgen ab. Ich hätte natürlich noch einen besseren Vers machen können, nicht wahr? Aber ich wollte nicht. Warum denn nicht? Ich wollte einen dritten Preis haben und nicht den ersten. Ach, war der dritte Preis? Fahrt nach Kanarischen Inseln, erster Klasse für zwei Personen. Für mich und mein... Naja, so ist das wurscht. Nun haben Sie den ersten Preis gewonnen. Das ist natürlich Pech. Ob das Pech? Das ist Pech. Herr Hansen hat uns schon erzählt, dass er sich besonders darauf freut, Sie ausbilden zu dürfen. So. Also Beinbruch. Dankeschön. Auch, Dankeschön. Es war einmal ein grüner Mann, der kriegte sich zwei Flügel an. Die Sache ging natürlich schief, die Technik war zu primitiv. Da wurde ein Gestell gebaut aus etwas Holz und etwas Haut. An einem schönen Sommertag, der Mann dann auf der Nase lag. Hey, hallo, ihr seht heute aus. Wer ist denn seine Frau zu Haus? Wir wollen nicht an der Erde gehen. Der Liebe kann man mehr vom Leben. Ballon und Zeppelin, ich fliege auch mit Disziplin, doch wenn man auf den Hügel fällt, dann ist es aus auf dieser Welt. Und steh ich dann vom Himmelstor, sagt Petrus leise mir ins Ohr, wenn man vom Fliegen nichts versteht, die Himmelfahrt nach unten geht. Wir müssen mal miteinander reden, Herr Kuschenbühl. Ja, kommen Sie. Bitte schön. Sie haben sich das hier wohl alles ein bisschen anders vorgestellt, was? Ja, Südsee ist das hier nicht. Erster Klasse auch nicht. Ich merke es Ihnen ja an, dass Sie wieder weg möchten. Und glauben Sie mir, mir ist auch wohler, wenn Sie wieder weg sind. Mit Angabe alleine ist das hier nicht zu machen. Also? Ich habe doch den ersten Preis gewonnen. Ja, leider. Aber glauben Sie mir, eine Fliegerausbildung, die gewinnt man nicht, die verdient man sich. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ein richtiger Flieger werden Sie nie. Glauben Sie mal, ja. Nie, sage ich. Ich habe für sowas einen Blick. Na, Sie haben doch Angst. Und wann habe ich schon mal Angst gehabt? Angst darf man bei der Fliegerei nicht haben. Sie gehören nicht zu der stürmischen Front, die wir hier brauchen. Die Fliegerei ist nämlich eine wichtige Sache. Wichtiger für uns alle, als Sie ahnen. Sehen Sie mal, wir brauchen hier Männer, die für die Idee kämpfen und nicht müde werden und nicht bloß zufällig hier sind, weil sie mal auf dem Gedicht einen Preis gekriegt haben. Ne? Das werden Sie jetzt alles nicht verstehen, aber es ist so. Also, wann fahren Sie ab? Morgen, 6:30 geht es zu. Wieso denn? Wieso? Weil sie einem anderen hier bloß den Platz wegnehmen. Jemand, der vielleicht darauf brennt zu fliegen. Also fahren Sie morgen 6:30. Probieren wir mal 6:30. Brauche ich um 6:30 fahren. Ich war, dann muss ich in Endorf umsteigen und in Rosenheim bis 8:53 warten. Bei 7:17 habe ich direkt einen Anschluss. Na, Sie wissen ja genau Bescheid. Natürlich, auf der Erde muss man sich auskennen, immer in die Luft geht, nicht wahr? Also schön, wenn Sie mich hier nicht haben wollen. Verzichte gerne auf alles. Dankens. Mit allem Komfort. Hinaus, hinaus, die Welt ist schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Es tut mir leid, meine Herrschaften, es sind keine Zimmer mehr frei. Ach. Prinz Ottokar ist schon restlos voll. Versuchen Sie es im Roten Bären oder in der Kronprinzessin Ottilie. Vielleicht sind da noch Betten frei. Nee, die Ottilie ist mir zu teuer. Da muss ich ja 10 Mark für die Nacht bezahlen. Ich muss jetzt schließen. Bitte kommen Sie morgen wieder. Schließlich können wir doch noch eine Auskunft verlangen. Wissen Sie denn bestimmt, ob ich in der Ottilie auch Platz habe? Ich gebe keine Auskunft mehr. Ich will selbst verreisen, das sehen Sie doch. Ach, entschuldigen Sie nur, aber man vergisst ja immer, dass nicht Sie für uns, sondern wir für Sie da sind. Also ich muss jetzt schließen. Bitte verlassen Sie augenblicklich. Was habt ihr denn nun schon wieder? Bitte, meine Herrschaft, womit kann ich Ihnen dienen? Drehen Sie näher. Kommen Sie ran an den nächsten Schalter. Sehen Sie, meine Herrschaft, hier ist richtig. Kommen Sie hierher, kommen Sie. Ach, können Sie uns vielleicht sagen, wie die Ottilie liegt? Ja, gleich in der Schloss Waldallee. Billige Zimmer von 6 Mark mit allem Komfort. Ach, bitte.
Den Anschluss nach Waldborn Zweier. Waldborn Zweier? Ach, den fahre ich da auch hin. Den lasse ich die Ottilie. Ja, da fahren Sie weg um 8.24 Uhr über Wiesenberg. Sind 14.04 Uhr dort. Oder nein, Sie nehmen am besten den Autobus. 11.55 Uhr bis Krautsheim. Herrlicher Rundblick. Ja, an die Bedekan Sternchen. Dann gehen Sie runter in die kleine Mühlenschenke. Lassen Sie sich einen Cognac geben. Der verdient mindestens 3 Sternchen. Danke sehr. Sehr. Tausend Dank. Bitte schön. Oh, vielen Dank. Sehr. Sie stehen am richtigen Platz. So. Nur so weiter, junger Mann. Wacker, wacker. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Gute Reise und schönes Wetter. Nanu, Adelheid. Was ist denn los, wo ist denn? Ich glaube, ich habe mehr Recht zu fragen, wo du herkommst. Wo soll ich herkommen? Der Fliegerschule Bergried. Warum bist du nicht da geblieben? Ach, das hat mich enttäuscht. War eine ziemlich lauwarme Angelegenheit, weißt du? Du, die geben da an mit ihren paar Klapperkisten. Na, und dein erster Preis? Ich lass mir das Geld auszahlen, dann fahren wir weg. Ja? Fahren wir irgendwo hin, nicht? So, was ist denn los hier? Also, so viele Koffer. Da dichtest du und dichtest du, nur damit du einen Preis bekommst und nun... Bitte, 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 ich habe das Gedicht nicht gemacht, damit ich einen Preis bekomme, ne? So, dass du zu den Kanarischen Inseln fahren kannst. Wir wollten hin durchaus. Du, dass du das Gedicht unglücklicherweise so gut geworden ist, dass ich einen dritten und ersten Preis bekommen habe, dafür kann ich ja nicht, ne? Das ist typisch du. So. Da rackert man sich hier ab, verzichtet auf Inseln und alles, nur damit du fliegen lernen kannst. Und dann schmeißt du schon am ersten Tag den ganzen Kram hin und überfällst einen hier. Das heißt überfallen, du. Verreisen will ich mit dir. Nicht so weit allerdings und nicht so lang. Danke. Das heißt danke. Danke heißt, dass ich mich bedanke. Wofür? Für die Reise. Ach, das ist ja sehr interessant. Wenn du mich wirklich geliebt hättest, dann wärst du dort geblieben und hättest fliegen gelernt. Für mich. Damit du hier ungeschehen verduften kannst, was? Warum hast du nicht gesagt, dass du verreisen willst? Von deinem Adelheid. Wer ist denn das? Von deinem Adelheid. Wer ist denn das? Ach, der Herr Groschenbiegel. Ach, der Herr Busse. Na, sowas. Ich denke, Sie fliegen. Nein, hat sie ausgeflogen. So eine Überraschung. War wohl sagen, dass es eine Überraschung ist, nicht? Ja. Ach, Sie wollen verreisen. Och, verreisen, mei. Ich möchte halt ein bisschen... Seit wann stottern Sie, Herr Busse? Sind Sie nervös, nicht? Ich will mal so eine kleine Reise nach den Kanarischen Inseln oder nach der Südsee empfehlen. Ach, Sie wissen. Mhm. Ich sollte eigentlich streng geheim bleiben. Ja, das war's auch mal, aber nur ist es raus, nicht? Ja. Sagen Sie mal, dichten Sie eigentlich? Wie bitte? Machen Sie so kleine Verschen? Ja, das kann ich nicht. So, schade. Wieso? Wenn Sie das Ganze billiger haben können. Was? Na, ist ja wurscht. Und Ihre Tankstellen, die lassen Sie so im Stich, ja? Na, ich habe einen Vertreter. Ach, ja. Ich habe auch einen Vertreter. Wofür? Für meine Reise nach dem Süden. Ach, ja. Wen? Sie. Mich? Ja. Ach. So, ich bin fertig. Kommen Sie, Schlumpi. Moment mal, was Sie eben nicht verstanden haben, möchte ich Ihnen noch erklären. Für Fräulein Adelheid gab es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder meine Dichtkunst oder ihr Geld. Nur bin ich mit dem ersten Preis auf dem Flugplatz abgeschoben worden. Aber ebenso gut hätte ich auch mitfahren können, dann wären Sie geflogen, ja? Nur mit dem einen Unterschied, dass Schlumpi auch wirklich geflogen wäre, weil er nicht so ein Feigling ist wie du. Tschüss, komm! Ein Sohn unserer Stadt lernt fliegen. Ja, und was mich am meisten freut, die Änder beim Herrn Platzen. Ja, was habt ihr schon für eine Sensation? Ein Kalb mit 5 Achsen und eine Jungfrau von 100 Jahren. Aber wir haben einen Flieger hervorgebracht und den sollen wir mal ein anderer Bürgermeister nachmachen. Und ich als Direktor des Verkehrsvereins bin stolz, dass der Außerwählte aus meinen Reihen hervorgeht. Ja, und wenn er jetzt zurückkommt, als berühmter Mann, eine Konifere der Luft, dann werden wir die ganze Stadt schmücken. Ach, der lässt sich doch immer hier in Dinkelstedt ziehen. Wenn die Fliegerei einmal gepackt hat, der bleibt doch dran. Guten Tag, Herr Groschenbiegel. Da tauchen wir uns mit Delta wie immer und Intelligenz bleibt. Haben denn Herr Groschenbiegel die Zeitung noch nicht gelesen? Das will ich nicht verlangen, nicht? Ist albern. Hallo, Herr Groschenbiegel. Na nun, Herr Bürgermeister. Ja, bitte. Wollen Sie sich bitte nicht bedienen, bitte. Bitte? Und würden Sie uns vielleicht die Ehre antun, in unserer Mitte Platz zu nehmen, bitte? Bitte? Polizei. Groschenbügel. Aber, Groschenbügel, wer kennt Sie denn nicht? Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind doch der Held unserer Stadt. Tüchtig, tüchtig, hier, bitte lesen Sie. Ja? Was? Ja. Ja, ich habe Sie noch gekannt, als Sie so klein waren und Scheiben eingeschmissen haben. Schon damals sagte ich, aus dem Lümmel, aus dem Knaben wird noch mal was ganz Besonderes. Ja, ja, das habe ich schon damals gesagt. Und jetzt werden Sie ein Flieger, ein Held, eine Kalamität der Luftkapazität. Habe ich auch gesagt. Ich bin wirklich stolz auf Sie. Herr Direktor, ich denke nur, dass Sie mich so lange im Verkehrsbüro nicht entbehren können. Aber mein lieber Herr Groschenbügel, da machen Sie sich doch gar keine Sorgen.
Es ist für Vertretung gesorgt. Wir werden Ihnen doch nicht die Chance Ihres Lebens versauen. Naja, aber ich meine, jeder muss doch auf dem Platz stehen, wo er von der Natur aus hingestellt worden ist, nicht wahr? Aber Sie sind doch zu entbehren. Aber Fräulein Adler ist ja auch weg. Aber tut doch nichts, Herr Groschenbügel, beruhigen Sie sich doch. Wir werden schon einen Modus finden. Ja, ein Modus, natürlich, der Modus, der wird das schon machen. Sie müssen fliehen. Das gilt Ihnen. Jetzt müssen Sie sich am Fenster zeigen. Ja, sehr. Fabrikdirektor Schmerle und unsere Frauen sollen auch kommen. Muss doch gefeiert werden, der große Moment. Einen Moment bitte. Also da ist er nicht weiter, um groß zu erzählen, nicht wahr? Als ich also oben aus der Maschine rausgucke, dann merke ich, ich bin so 10.000 bis 15.000 Meter hoch. Ja. Und da horche ich, nicht wahr, und höre, am Motor stimmt doch was nicht. Und richtig, schon setzt der Motor aus, mitten im Looping. Ich sage zu dem Mann vor mir, Ruhe, Ruhe, nochmals Ruhe. Klettere ganz gemütlich aus dem Führersitz raus, gehe nach vorne und da sehe ich auch schon typische Motorstörung. Jetzt oben Wolken, unten Wolken, rings um Wolken. Ich wusste ganz genau, meine Herrschaften, hier muss was geschehen. Aber was? Na und nur, versuche ich da vorne am Propeller zu drehen. Geht nicht, kaputt. Der Mann vor mir verliert die Nerven, ich war und reißt die Maschine hin und her. Aber ich nur elegant über die Tragfläche wieder rein in meine Kiste balanciert, nicht wahr? Den Steuerknüppel ganz leicht zwischen zwei Finger genommen, weich wie ein rohes Ei, die Füße auch ganz leicht aufgesetzt. Meine Herrschaft, wenn der Elefantenbein hat oder sowas, kann sowieso nichts melden, nicht wahr? Und richtig, bekomme die Maschine wieder in meine Gewalt, zwinge sie unter meinen Willen. Und nun aber den Sturzhelm tief ins Gesicht gedrückt und nur runter. Sturzflug aus mindestens 20.000 Meter Höhe. Runter, runter. Der Mann vor mir schließt die Augen, nimmt meinen Blindflug. Aber ich immer Spirale, Spirale, Kreise, Kreise und nix wie runter. Das war ein Ding. Dann kam die Landung, platt gegangen, fertig, bums. Meine lieben Dinkelstädter, wir wissen wohl alle diesen Augenblick richtig einzuschätzen. Ein Sohn unserer Stadt fliegt. Und damit ist auch für unseren Ort eine neue Zeit hereingebrochen. Denn vor 8 Tagen haben wir noch hier gesessen und beratschlagt, ob wir eine Straßenbahn bauen wollen. Aber, meine Herrschaften, heute habe ich mir diese Straßenbahn aus dem Kopf geschlagen. Dingelstädt kriegt einen Flugplatz. Oh. Ja. Ihr Beispiel, verehrter Herr Groschenbachs, Bügel, hat uns alle angespornt. Und wenn Sie morgen wieder zurückgekehrt sind zu Ihrem gefahrvollen Beruf, wenn Sie wieder drin sitzen in Ihrer Maschine, ein Wolkentürmer, Stürmer, ein Pionier unseres modernen und technischen Zeitalters, dann sollen Sie wissen, dass die guten Wünsche einer ganzen Stadt bei Ihnen sind. Dass Männer, Frauen, Jungfrauen und Kinder voll Stolz zu Ihnen hinaufblicken. Hoch, ganz hoch, hoch, hoch! Nun genug mit der Navigation, jetzt zur Praxis. Vordermann, gehen Sie mal vor ans Modell. Soll ich mich reinsetzen? Jawohl, setzen Sie sich mal rein. Wir sprechen heute nochmals über die Steuerung. Steuerknüppel links rüber, die Maschine legt sich links. Dann mit dem linken Fuß weich in Seitensteuer treten, Linkskurve. Rechts rüber, Rechtskurve. Wenn Sie den Steuerknüppel nach vorn nehmen, dann stellt sich der Vogel auf den Kopf, das nennt man drücken. Und wenn Sie ihn nach hinten nehmen, dann hebt er die Schnauze, das nennt man ziehen. Und dann, Herrschaften, vor allen Dingen immer wieder darauf aufpassen. Den Steuerknüppel weich anfassen wie ein rohes Ei. Nein. Mahlzeit. Wo kann man denn hier haben? Quasi nicht stören, fahren Sie ruhig fort. Na du, wie kommen Sie denn hierher? Was? 7.18 Uhr beschleunigter Personenzug. Na und? Na und, ich bin wieder klar, ich habe was überlegt. Was haben Sie sich überlegt? Na,
dass ich mich nicht länger vergewaltigen lasse. Meine Ausbildung ist bezahlt, deswegen bleibe ich hier, wenn ich fliegen gelernt habe, mit allem Komfort. Wenn Sie nicht passt, werden Sie sehen, was passiert. Hinter mir steht die gesamte Presse. Na, geht's jetzt? Ja. Gut, bleiben Sie hier. Also. Gehen Sie nachher zur ärztlichen Nachuntersuchung. Die anderen sind bereits ärztlich untersucht, Sie müssen das nachholen. Wohl. Wir gehen jetzt weiter. Wir müssen uns zuerst über alle Funktionen der Maschine klar werden, aber dann vergessen wir alles wieder. Denn fliegen tun wir nur mit dem Gefühl. Mit dem Verstand allein geht es nicht. Ich setze bei Ihnen voraus, dass Sie über alle Funktionen des Motors orientiert sind. Ja, ja. Na ja. Na, dann erzählen Sie mal kurz, wie so eine Verbrennungsmaschine funktioniert. Kurz? Na ja, ein paar Sätzen. Vergaser, Zündung, Explosion, Ventiltätigkeit. Ja. Wenn der Motor explodiert, nicht wahr, dann öffnen sich meistens die Ventile. Dann strömt die gesamte Luft raus und dann muss aufgepumpt werden. Was sehen Sie da für ein Blödsinn? Nee, getankt muss was getankt werden, ne? Also ich verpicke mir das, ja? Ich habe geglaubt, dass Sie die Sache hier ernst nehmen. Was glauben Sie denn, wen Sie vor sich haben? Sie dummer Junge, Sie! Na, glauben Sie mal. Der da, Mensch. Na, was ist denn los? Na? Na? Ja? Na? Also ich werde diesen widerlichen Burschen nicht los, wenn du es fertig kriegst. Lass mich noch machen. Weißt du, bei den anderen, da haben wir ja immer mal ein Auge zugedrückt. Der erfüllt schon alle Punkte. Mit 75% sind wir schon zufrieden. Aber bei dem nicht. Wenn der die Untersuchung nicht hundertprozentig besteht, schmeißt man raus, aber dann mit Grund. Also keine Nachsicht bitte, die schwersten Sachen. Verlass dich auf mich. Ach, Sie kommen zur Untersuchung? Nein, ich komme rein. Nehmen Sie mal ein bisschen zusammen. Sie sind doch kein kleines Mädchen. Ziehen Sie aus. Scholz, Herr Doktor, Sie notieren die Punkte. Jawohl. So, setzen Sie hierher. Kleines Bein über. Au, au. Na, stellen Sie nicht so an, andere. Gut, kommen Sie her. Schließen Sie die Augen. Strecken Sie die Arme aus. Versuchen Sie, auf diesen weißen Strich geradeaus zu gehen. Halten Sie auf. Kommen Sie zurück. Halt. So, jetzt machen Sie Kniebeuge. 100 Punkte. Kommen Sie hier rein. Achtung! Ja. Oh. So! Schön. Na, sagten Sie was? Telefon läutet. Das habe ich gehört. Moment. Ja. Na, wie fühlen Sie sich denn, ne? Na, wir reden prima. Na, 100 Punkte. Kommen Sie mal jetzt hier runter, ja? Lassen Sie mal, komm schon. Komm schon drin. Ach so, machen Sie das, ja, es geht auch. Wollen wir mal was anderes probieren? Ja, mal diesen Schlauch. Und wir blasen Sie mal da rein. Feste. 150 Punkte. So, was machen wir jetzt? Hier noch? Nee, lassen Sie mal. Okay. Gehen Sie mal hier an diesen Apparat, ja? Ja. Okay.
Sie auf, Sie machen mir meinen ganzen Apparat kaputt. Wieder 100 Punkte. Ja. So, kommen Sie mal her. Hm? Nehmen Sie den Ball. Ja. Und spannen Sie, ja? Hier zu mir, kommen Sie hier. Spannen, ja. So, aber festhalten. Ja, festhalten, natürlich nicht ganz einfach. Ach, das Pech, das Pech. Das. Machen wir weiter. Passen Sie an. Schulz, machen Sie dunkel. Das ist angenehm, angenehm. Schön finden Sie das? Natürlich, sehr angenehm. Das ist ja erstaunlich. Ist denn das Ding kaputt? Kommen Sie mal her, schalten Sie mal ein. Abschalten! 5 Punkte. Setzen Sie sich mal da aufs Rad. Was ist denn nun los? Was machen Sie denn? Naja. 100 Punkte. Schwindlig? Was? Nicht ein bisschen? Schauen Sie mir hierher. Gut, Finger auf die Knie. So, komm, kommen Sie mal her. Lassen Sie mich mal, ja? Wie fühlen Sie sich? Was? Scheiße. Holen Sie mal hierher. Hierher. Geben. Was? Achtung! Na nun, was ist denn hier los? Sie können sich anziehen. Jawohl. Dankeschön. Na und? Für der ist nichts zu machen. Der ist gesund. Und wie? Er hat alle Bedingungen hundertprozentig erfüllt. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Was machen wir denn da? Ausbilden. Eine harte Nuss, aber die musst du knacken. Werden wir vornehmen, aber auch hundertprozentig. Gratuliere. Sie haben die beste Punktzahl für euch. Alle Bedingungen erfüllt, das ist ja großartig. Da wollen wir gleich mal los und fliegen. Was, fliegen? Das heißt, wenn Sie nicht wollen, dann nicht. Doch, doch. Also, Sie wollen. Jawohl. Na dann, kommen Sie mal. Bitte. Thank you.
habe mich gern gesehen. Und unser Rat ist kurz und knapp. Hau lieber heute als morgen ab. Wo kommst du denn her? Aus Hamburg, kurz nach eins gestartet. Na, wunderbar, Zeit. Ja, 3,5 Stunden. Na Jungs, da könnt ihr mal sehen, was Fliegen heißt. Ist ja auch eine gute Maschine, die neue Junker. Eben. Rosenbügel, gell, da schauen's. Sogar Frauen können fliegen. Und eine solche Maschine. So eine große Maschine mit so einem dicken Motor, die fliegt ja alleine. Ausgerechnet die A35. Ja, ich meine... Prinzmann, Bob. Die Starten und Starten machen dem Hansen das Leben sauer und lernen deren doch nichts. Wie viel Flieg habt ihr denn jetzt schon gemacht? 28. Und das sind sie noch nicht weiter. Dem Hansen, seine Methodik ist nicht richtig. Prost, Prost, Winstler, der Herr. Dem Hansen, seine Methodik ist nicht richtig. Ja, Hunderte haben bei ihm schon fliegen gelernt. Da sagt er, dem Hansen, seine Methodik ist nicht richtig. Sie sind nicht richtig. Ja. Entschuldigen Sie bitte, wir wünschen den Flieger Groschenbügel zu sprechen. Flieger? Bitte schön. Ach, das sind Sie ja. Oh, guten Tag, Herr. Willkommen, die Hauptdame des Dindelstädter Bürgervereins, des städtischen Verkehrsvereins. Das ist unser so verehrter Herr Bürgermeister. Oh, den besonderen. Sehr angenehm. Bitte nehmen Sie doch Platz, vielleicht, die Wahrheit. Was wünschen die Herren? Am nächsten Dienstag findet in Dindelstädt unser diesjähriges Schützenfest statt. Ich darf Ihnen verraten, dass wir außer einigen neuartigen Karussells auch dort Evira, die stärkste Frau der Welt, sehen werden. Und wenn ich noch hinzufüge, dass wir auch noch eine große Raubtierschau und Fischers Affentheater engagiert haben, so werden Sie uns bitte verstehen, dass wir auch Sie gerne dort auf dem Feste sehen würden. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren. Ich weiß die Ehre zu schätzen. Und bestellen Sie bitte Ihrem Herrn Bürgermeister. Ich komme. Das wird ein Schützenfest werden mit allem Komfort, nicht wahr? Oder besser gesagt, ich weile gern oder war mitten. Ein Quacks lässt sich nicht lange bitten. Gut, wa? Ihr Erscheinen auf unserem Schützenfest ist als Überraschung gedacht. Also, eine nette Idee. Ja, das ist auf dem Höhepunkt des Festes, soll es heißen, Quacks der Flieger ist. Das ist entschuldigen Sie bitte, meine Herren, meine Zeit etwas knapp bemessen. Und das ist hier auch nicht immer so mit Kartoffelschälen, aber wir müssen eben alle zusammen das machen. Wir sind hier eine große Familie. Sehr schön. Wir dürfen Sie also erwarten. Und dürfen. Sehr schön. Entschuldigung. Doch ein bisschen Geld, Papst, ja? Geld, wozu? Will ich dir ein Bräutchen kaufen? Du hast doch mich. Ach, bitte. Na, gut, wäre schon. Also, kauf den Hampelmann. Danke dir. Aber bleib nicht so lange. Nein, nein. Schaffen Sie, dass ich Sie anspreche? Sie sind wohl nicht von hier. Fahren Sie gern Karussell? Mein Name ist Groschenbügel, Otto Groschenbügel. Fahren Sie noch eine Runde mit? Hierher, hier bleiben, erst zahlen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich möchte Sie gerne kennenlernen. Moment, Freund.
Warum haben Sie denn das hässliche Dings da auf? Das muss ich machen, damit mich niemand erkennt. Warum soll Sie niemand erkennen? Weil ich zu bekannt bin. Wenn ich hier so rumliefe, wie ich wirklich aussehe, da würden die alle hoch und bravo rufen und es wäre ein großer Rummel um mich. So, das sind wohl Schauspieler. Ja. Was dann? Flieger. Flieger? Dann sind Sie sicher eine ganz berühmte Flieger. Ja, mit allem Komfort. Wie sagten Sie doch, dass Sie heißen? Groschenbügel. Otto Groschenbügel. Hab ich noch nie gehört. Ne? Quacks auch noch nicht? Quacks? Ja. Auch nicht. Ich möchte zu meinen Eltern. Hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Weswegen? Weil ich noch nichts von Ihnen gehört habe. Ach, im Gegenteil. Ich bin ja froh, wenn man mich hier nicht kennt. Wie heißen Sie denn? Marianne. Oh, Marianne. Das ist hübsch. Eigentlich müsste es doch wunderbar sein, wenn alle Leute einen kennen und gleich hoch und bravo rufen. Ach, Geschmackssache. Wissen Sie was? Ja. Zeigen Sie den Leuten mal, wie sie aussehen. Mal sehen, was die machen. Nein, das möchte ich nicht. Ich bin froh, wenn ich mich hier wirklich mal heute Abend amüsieren kann, ohne dass mich jemand kennt. So, mit Ihnen. Also, Sie wollen nicht. Nein. Das habe ich mir gedacht. Aber vor allem, Maja. Frau Marianne. Ach, ich glaube nichts mehr. Auch nicht, dass Sie Flieger sind. Warum soll ich kein Flieger sein? Ja, dann beweisen Sie es mir doch. Na gern, aber wie? Dann steigen Sie da ein in die Schaukel. Herrschaften, alle bei. Wer den Mut hat, wer eine zu laute hat, der wagt es nochmal, der riskiert es nochmal. Im Salto Mortale im Banne der Schwungkraft. Hier können Sie auf den Kopf stehen für nur 50 Pfennige, meine Herrschaften. Wer hat Mut? Wer hat Traute? Todesschaukeln. Na ja, wenn Sie Flieger sind. Na ja, bitte. Bitte sehr. Moment. Ja, hier ist einer, der Mut hat, der Traute hat. Komm schon, kleine Zeit. Das ist doch Quarks. Natürlich ist er das. Das ist doch wirklich die Höhe. Wer ist denn das? Ja, das ist er. Dein Bruchpilot? Ja, mein Bruchpilot. Sagen wir, Hans, Sie brauchen diese Ballonfahrten zu Übungszwecken für die Fliegerei. Und wir machen diese Ballonfahrten zum Tanzen. Tanzen? Was heißt das? Das heißt, sich von oben in der Weltgeschichte zu erzählen. Ach so. Danke. Muss das nicht riesig interessant sein für Sie, so fliegen zu können? Riesig interessant. Ist das nicht ein bisschen unheimlich, da oben so ganz mutterseelen allein in der Weltgeschichte herumzugommen? Ja. Ich hatte den Mut nicht. Ach, der Quatsch hat den Mut schon. Schade, dass meine Tochter nicht hier ist. Sie ist nämlich in der letzten Zeit ganz begeistert von der Fliegerei. Aha. Wo steckst du denn, Marianne? Es fallen die Gäste am Himmel und du bist nicht da. Da ich bekannt war, hier ist der Lehrer der Fliegerschule Berkeley. Aber wir kennen uns doch schon, Quack. Na so. Guten Tag, Quack. Guten Tag.
dass Sie extra hergeflogen sind, bloß um mich zu besuchen, finde ich herrlich. Bilden dir nur nichts ein, Kleines. Die Herren sind ganz zufällig hier gelandet. Na, so ganz zufällig möchte ich eigentlich möchte ich nicht betonen. Eigentlich kann man vorstellen, Herr Hansen, Herr Ottermann, Herr Mommsen und Herr Peters. Aha, Ihre Flugschüler. Ja, nein, ja. Vielleicht setzen sich die Herren ein bisschen wieder hin. Du hast mir ja gar nicht erzählt, Marianne, dass du den Herrn kennst. Aber Mutti, hast du noch nie den Namen gehört? Der berühmte Flieger Quack? Sag mal, müssten die Herren aber noch nicht auch Kaffee und Kuchen haben? Lass nur Papst, mach ich schon. Darf ich ihm behilflich sein? Nee, das will ich schon machen. Weißt du, Brun, wenn ich mir so den Ballon ansehe, muss ich immer an deine Freundin Paula denken. Du, jetzt reicht's aber, gell? Entschuldigen Sie vielmals, Herr Fax, dass ich damals auch nur einen Augenblick dran zweifeln konnte, dass Sie Flieger sind. Oh, bitte. Aber es war mir dann sofort klar, als Sie so mutschen, diese gefährliche Schaukel stiegen. Ach, die Schaukel. Wissen Sie, ich war eigentlich damals sehr traurig, als Sie auf einmal weg waren. Wirklich? Mhm. Ja, meine Eltern haben mich gesucht. Ja. Ich war auch sehr traurig, dass ich Sie nicht wiedersehen sollte. Wirklich? Mhm. Wie haben Sie denn herausbekommen, dass ich hier wohne? Doch, Flieger kriegt alles raus. Ist das ein großer Ballon? So, hier, da. Da habt ihr was. Guten Appetit. Danke. Darf ich noch die beiden anderen Flugschüler vorstellen? Das ist Herr Brun. Hallo. Und das ist Herr Müller. Müller. Ja, du bist gut. Auf Wiedersehen. Und da. Mensch, das ist doch die kleine Familie. Ich bin erfahren. Fliegen Sie nur Luftballon? Nö, alles. Flugzeug, Zeppelin. Geht doch ganz selten zu Fuß. Wie hoch steigt denn so ein Ballon? Oh, so 2000, 3000 Meter. Kommt ganz daran, wie dick er ist und wie lange er Luft hat. Wunderbar. Ach, das muss herrlich sein. Herrlich. Sind Sie noch nie im Ballon geflogen? Nein, noch nie. Wunderbar. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Nein. Jetzt machen wir zwei einen Fesselballonaufstieg mit allem Komfort. Hm? Oh ja. Ja? Ja. Passt mal auf, wir machen jetzt einen Fesselballonaufstieg. Ein Freiballon? Klar, Mensch, am Strick natürlich. Ihr lasst uns 25 Meter hoch und dann zieht er uns wieder runter. Ach, ne? Was lasse das sein? Aber hier, dann kann das Fräulein doch mal in ihren eigenen Kamin spucken, nicht? Bitte, sobald ich wieder geboten. Ach ja, bitte, einmal. Ja, zweimal. Hä? Ach, das geht doch nicht. Klar geht's. Bitte, lieber Onkel, darf ich mit? Ich auch, bitte, lieber Onkel. Na ja, komm, also... Ihr dürft mit. Sie können raus. Pass auf, dass die andere Hand nicht zieht. Aber ja, Mensch, halt. Ja. Sie können auch raus. Sie können auch raus. Natürlich. So gut. So, mit. So, schön hoch. Hochlassen. So ist gut. Fest an. Abspringen. Ventil ziehen! Das ist aber doch ein Fesselballon. Das war er mal. Halten Sie sich gut fest! Fahren Sie nur ruhig weiter. Ich sitze hier ganz gut. Um Gottes Willen, meine Tochter! Marianne! Ihr Hornochsen, seid ihr denn ganz verrückt geworden? Nennt ihr das aufpassen? So was kann auch bloß euch passieren. Ja, siehst denn du nicht, du Hanswurst, du Trauriger! Schmeiß halt dein Dreck woanders runter! Glutz im Nächsten aber, sonst komm ich auf! Sagen Sie mal, kann denn der junge Mann da oben einen Ballon führen? Wo fliegen die denn überhaupt hin? Nicht weit, liebe Frau, seien Sie unbesorgt. Er wird den Ballon zum Sinken bringen und wir werden gleich von ihm Nachricht haben. Kann ich mal telefonieren? Selbstverständlich. Peters, Thompson, kommt mit. Fahren wir jetzt wieder zurück? Naja, ich weiß auch nicht. Ich muss mal sehen, ob... Ja, also im Augenblick ist ja nicht sehr günstig zu landen. Ist Ihnen recht, wenn wir noch eine Ecke weiterfahren? Aber es darf nicht zu spät werden. Ich bekomme so ein Schimpfe. Naja, Schimpfe sollen Sie ja nicht bekommen. Hallo, Sie. Können Sie noch? Ja, können kann ich schon. Bloß aussteigen möchte ich jetzt bald. Ja, wenn die Berge vorbei sind. Zwei Männer, ein Mädchen und zwei Kinder. Ja, es ist gut, ich fahre sofort los. Es wird immer hierher Nachricht gegeben, der Ballon ist bei einem Flugplatz und Wetterstation gemeldet. Tun Sie mir den Gefallen, gnädige Frau. Regen Sie sich nicht unnötig auf. Es wird alles geschehen, was nur geschehen kann. Auf Wiedersehen.
Adermann, Sie bleiben hier am Telefon. Peters, Sie kommen mit. So, jetzt ist alles in Ordnung. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich schon oft im Luftballon geflogen? Na, oft. Oft nicht, aber schon öfter als oft. Ja. Ich freue mich jedenfalls, dass wir zwei uns wieder getroffen haben. Nicht? Nettes Abenteuer. Was? Was denn nur? Was ist denn mit dir los? Wer wird denn weinen? Aber komm doch her. Guck doch hier mal runter. Guck mal hier. Schön. Was? Oder hier, komm, Stückchen. Nimm mal. Ah, so. So schön. Wir fahren ja zurück. Aha, der Wind hat sich gedreht. Ist das gut? Ist immer gut, wenn sich der Wind dreht. Wir sinken! Hurra! Wir sinken! Also. Hoffentlich sinken wir nicht zu schnell. Ja, also, Herr Hansen, der Wind hat von Ost nach West gedreht. Das ist ja recht günstig. Ist der Ballon noch in Sicht? Er treibt hier zum See zurück. Hoffentlich sinkt er nicht so schnell. Kann ich telefonieren? Bitte schön. Versprochen, ihn nach Hause zu bringen. Leuten, los, Obi, nicht zu früh abspringen. Achtung, aufpassen. Wusste, Herr Michael. Keine Ahnung, hat der Kerl vom Blüm. Aber mit Nachnehmen, das ist echt der Kerl weggeht. Ja, sofort aufhalten. Verbindung nach hierher dringend herstellen. Jawohl, ein Motorrad mit zwei Mark. Ja, danke, danke. Na, das sind die Ausreißer. Ach, war das feinmütig. Die schönste Reise meines Lebens. Nun, wie der Quach das gemacht hat, hier wieder zu landen, ist das nicht großartig? Ach, großartig, aber wir sind doch froh, dass ihr wieder da seid. Ich danke Ihnen, Herr Quach. Bitte, gern geschehen. Ja, das muss heute Abend einmal gefeiert werden. Auf Wein. Wir wollen das ganze Dorf einladen. Sagen Sie uns Bescheid. Cool. Ich gehe in den Keller und suche Wein aus. Kommt mit. Cool. Cool. Aber ihr habt ja gar keine Schuhe an. Und Sie keine Jacke? Aber so oft, was unterwegs sind. Na, wir werden gleich etwas besorgen. Ja, Marianne? Marianne? Ja? Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Wofür denn? Nur, weil Sie nichts gesagt haben. Obwohl Sie doch ganz genau gemerkt haben, dass ich gar nicht Ballon fahren kann. Aber es ging doch großartig. Nein, nein, ich habe ja auch nur gesagt, dass ich vom Ballonfahren was verstehe, damit Sie keine Angst haben sollten. Ich hätte auch gar keine Angst gehabt, wenn Sie nichts gesagt hätten. Wirklich nicht? Und, warum nicht? Nur weil Sie dabei waren. Darum? Mhm. Würden Sie... Ach, drehen Sie bitte nochmal um, ja.
Würden Sie wieder einmal mit mir fliegen? Ja, jederzeit. Ja? Ja. Auch jetzt, wo Sie wissen, dass ich gar kein berühmter Flieger bin? Trotzdem, wohin Sie wollen. Hier sind Pantoffeln. Auf einmal waren wir eben hoch oben in der Luft. Ja, feilgrau drauf. 15, 20, 30.000 Meter hoch. Auf einmal, was sehe ich? Wolken. Wolken. Ringsum Wolken. Sitzen wir doch mitten in einem Gewitter drin. Donnerwetter. Denke ich mir, so wird's recht. Wenn jetzt der Blitz reinschlägt in den Ballon, dann ist er hin. Dann explodiert er. Denn alles, was in so einem Ballon drin ist, das explodiert doch. Ich halte so wieder kommandiert. Runter! Tiefer runter! Mehr rechts halten! Ja, das ist wunderbar gegangen, wie am Schnürl. Naja, zum Fliegen, da muss man eben geboren sein, nicht? Und das sage ich euch, ich werde noch einmal fliegen. Also, was ich sagen wollte, ich schaue runter und was sehe ich? Wasser. Ein riesengroßes Wasser. Ein Meer von Wasser. Jetzt was tun? In meiner Verzweiflung bin ich ganz einfach in das Wasser reingesprungen und zum anderen Ufer rübergeschwommen. Und der Ballon? Der Ballon, ja. Ja, den habe ich doch am Seil gehabt, nicht? Da habe ich ganz einfach das Seil zwischen die Zähne genommen und bin mit dem Ballon ans andere Ufer rübergeschwommen. Sie sagen, deute ich ja so gerne, als der liebe, zärtliches Flüster war. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Sterne stehen in weiter Runde von der Liebsten freundlich zu mir gesagt. In der Ferne träum ich vom Heimatland. Warum freuen Sie sich denn nicht? Nun ist doch alles gut. Na gut schon. Warum soll es nicht gut sein? Sie haben sicher Angst vor Herrn Hansen. Aber Sie sind doch wunderbar geflogen und glatt gelandet. Aber er wird bestimmt zu mir sagen, ich hätte gar nicht aufsteigen sollen. Dann werde ich ihm eben sagen, dass Sie keine Schuld haben. Sondern? Ich? Sie? Na ja, weil ich doch aufsteigen wollte. Ja, aber ich habe Sie dazu aufgefordert. Kann Ihnen doch ganz egal sein, was mit mir wird. Ist Ihnen nicht egal? Nein. Nein? Nein. Fein. Tausend Sterne stehen in weiter Runde. Von der Liebsten freundlich zu mir gesandt. Alles in schönster Ordnung, was? Könnte ich den Herrn irgendwo allein sprechen?
da daneben an, ach, aber... Ach, bitte, Hansen, der Quarks hat bestimmt keine Schuld. Ich wollte doch mit dem Ballon aufsteigen. Er kann wirklich nichts dafür. Das müssen Sie schon mir überlassen, gnädiges Fräulein. So, jetzt endlich kann ich Sie rausschmeißen im hohen Bogen mitsamt Ihrem ersten Preis. Sehen Sie das ein? Kind, wie sehen Sie denn überhaupt aus? Sie Träne, Sie Bruchpilot. Fliegen tun Sie wie der erste Mensch, die Uhrmacher. Und hier lassen Sie ohne Erlaubnis einen Ballon aufsteigen. Los, um anzugeben. Sie haben disziplinlos gehandelt. Sie haben Menschenleben gefährdet. Eltern, Kinder in Angst und Sorge versetzt. Was Sie mit mir gemacht haben, davon will ich gar nicht reden. Aber jetzt habe ich die Nase voll von Ihnen, verstanden? Mensch, wie viel Unglück hätten Sie anrichten können? Sie werden sich bei den Eltern der Dame entschuldigen und auch bei den Eltern der Kinder. Und dann verduften Sie. Verstanden? Können wir jeden mal... Halt den Schnabel! Wiedersehen. Adieu. Kommen Sie mal her. Schauen Sie mal, wie haben Sie denn das angestellt? Was? Na, da wieder zu landen, wo Sie aufgestiegen sind. Hm, war ganz leicht. Na, erzählen Sie mal. Als ich gemerkt habe, der Wind dreht sich, da habe ich mir gedacht, fährst wieder zurück. Und woran haben Sie denn gemerkt, dass der Wind sich drehte? Kompass. Sie haben sich mit dem Kompass ausgekannt? Na, was denn? Na, und weiter? Er darf ihn nicht hinauswerfen, Papus. Sag's ihm doch, dass er es nicht darf. Da können wir uns jetzt nicht reinmischen, Kleines. Gehen Sie doch zu ihm rüber und helfen Sie ihm. Da ist nichts zu machen. Eine von den vier Leinen konnte es nur sein. Ich taxiere die Höhe, jetzt kommst du drauf an. Ich ziehe, das ist mal die richtige Leine. Du korbst jetzt auf. Jetzt noch die Reißleine und Schwung, fertig. Toll. Adieu. Sind ein komischer Kerl, Quax. Wenn es drauf ankommt, da können Sie was. Das haben Sie hier bewiesen. Hier meistern Sie eine so gefährliche Ballonfahrt. Und im Flugzeug stellen Sie sich so dämlich an. Fliegen ist doch ein Kinderspiel dagegen. Ja. Ich kann Sie nicht begreifen, Quax. Ja, bitte, dann fliege ich auch im Flugzeug. Wenn ich noch mal darf. Aber nur unter einer Bedingung. Ja. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Disziplin ist die Hauptsache, besonders in der Fliegerei. Fliegerische Zucht und Ordnung steht über allem. Versprechen Sie mir von jetzt ab, sich zu ändern? Ja, ich verspreche es. Ich schwöre es sogar, sonst will ich auf der Stelle tot umfallen. Und dann noch was. Lassen Sie doch die Angeberei. Das gehört nicht zu einem Flieger. Seien Sie doch nicht so alt und lassen Sie sich bei jeder Gelegenheit feiern. Den ersten Flug. Sehr schön. Am Nachmittag der Müller und dann der Herr Quax. Och, immer am Nachmittag, wenn es regnet. Ich möchte überhaupt mal wissen, warum ich immer am Nachmittag drankomme. Weil Sie vorher Hallendienst haben. Habe ich gestern auch gehabt. Hallendienst muss auch gelehrt werden. Aber einmal kannst du nicht genug kriegen. Ich werde Sie deppen, was? Hallo, Sie da. Ja. Sag mal, ist hier ein Herr Groschenbügel? Ja, der ist hier. Der muss hier irgendwo an den Hallen sein. Danke. Bitte. Aha. Hallo, Quax. Ja. Wir sind zwei Karten für dich. Oh, mein Mensch. Groschenbügel? Ja. Ja. Mahnke. Vordermann. Groschenbügel. Angenehm. Angenehm. Bitte, was Sie wünschen? Wir sind von der Redaktion Reisen und Wandern. Ah. Ah. Die Herren sind von der Presse. Ja. Also, meine Herren, also was wollen Sie denn von mir was wissen? Oder? Ja, wir haben hinterher geschrieben, wir möchten gerne einen Bildbericht von Ihnen für unsere Zeitschrift. Ja. Kann ich Ihnen recht? Natürlich finden Sie jetzt mir sehr recht. Ja, dann würden wir gerne ein bisschen über Ihre Fortschritte hier erfahren. Also meine Herren, dann schreiben Sie bitte, nicht wahr? Also schreiben Sie ihm, ich bin innerhalb von 6 Wochen zu einer völligen Beherrschung der Luft gekommen.
Aber ich habe nicht nur Flugzeuge geflogen, sondern ich habe auch meinen Aufgabenkreis von mir aus selbstständig erweitert und einen Ballonflug, meine Herren, vollkommen selbstständig durchgeführt. Einen sogenannten Non-Stop-Flug, der völlig allein dasteht in der Geschichte von der Fliegerei, weil ich nämlich da wieder landete, wo ich aufstehe. Moment, da komme ich mit. Da kommt so leicht keiner mit, wissen Sie. Der Ballonfahren ist eigentlich weitaus schwieriger als das eigentliche Fliegen. So, ja? Hier neu. War auch neu, meine Herren. Aber Fliegen, wissen Sie, Fliegen ist dagegen ein Kinderspiel. Sehr interessant. Sehr interessant. Und Sie haben sich gleich so ans Steuer setzen können? Ich meine, Sie hatten keine, sagen wir mal, Angstgefühle zu überwinden? Also, meine Herren, ich möchte wohl betonen, dass das Wort Angst für mich Luft ist. Wollen Sie ein Foto machen? Das wäre doch immerhin wichtig für Sie. Wie ich vorhin schon sagte, Fliegen lernen macht man nicht zu einem ersten Preis. Flieger wird man nicht durch den Preis schreiben. Wie bitte? Ja, schreiben Sie nur. Man muss davon besessen sein, meine Herren. Fliegen ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und hier werden Männer gebraucht, die nicht bloß zufällig hier sind, weil sie mal so auf dem Gedicht einen ersten Preis gekriegt haben. Nicht wahr? Mit so Fotografieren und einzelnen Äußerlichkeiten ist ja nichts getan. Fotografieren können Sie am Rummelplatz. Hier nicht. Meine Zeit ist auch zu kostbar, meine Herren. Entschuldigen Sie mich, niemals, ich habe zu tun. Guten Tag. Wir gehen heute weiter und kommen zu einer Sache, die auch sehr wichtig ist und nun mal besprochen werden muss. Die Notlandung. Wie verhalten Sie sich bei einer Notlandung? Also, Quacks. Ruhig, vor allen Dingen ruhig. Weiter. Mit der Ruhe allein ist das auch nicht gemacht. Erzählen Sie mal. Ja, also wenn ich höre, der Motor setzt aus, nicht wahr, dann muss ich auch gucken, dass ich runterkomme. Dann suche ich mir schnell einen geeigneten Landeplatz aus und dann halte ich. Dann halte ich vor allen Dingen die MA, die halte ich in der Luft so lange, bis alles raus ist. Nicht? Was? Wenn schon klar ist, bis die ganze Fahrt raus ist, nicht? Und dann hockst du dich ja meistens wie eine Krähe hin. Und dabei ist der Propeller an einem Obstbaum zersplittert und die eine Fläche ist angeknickt. Nee, ist alles glatt gegangen. Der Propeller ist zersplittert und die eine Fläche ist angeknickt. Nee, bei mir nicht. Ich meine ja, nehmen wir mal an. Ach so, nehmen wir mal an. Da ist natürlich die Sache anders, nicht wahr? Dann kletter ich aus der Maschine raus und guck mir das alles mal ruhig an. Und dann sehe ich eben, ist nicht so schlimm, nicht? Doch. Sie sehen, Sie kommen nicht weg. Ich komme schon weg. Ich sage aber, Sie können nicht starten. Ich starte. Ich meine ja, nehmen wir mal an. So, naja, wenn wir es wieder mal annehmen, dann muss ich so lange bei der Maschine bleiben, bis eine vertrauliche Person kommt. Dann kommen meistens die ersten Neugierigen, nicht wahr? Und dann muss ich erst ein bisschen dumm schauen, dann mache ich einen kleinen Witz und dann beruhige ich vor allen Dingen mal die Leute. So. Und auf was, wenn Sie vor allen Dingen aufpassen? Flurschaden. Was? Flurschaden. Ja, das ist Flurschaden. Auf Flurschaden muss ich aufpassen. Klar. Und dann? Was? Dann ist so. Dann erkunde ich mich erst höflich, wo ich mich befinde, und dann starte ich und fliege los. Das geht doch gar nicht. Warum nicht? Ich habe doch gesagt, der Propeller ist zersplittert und die eine Fläche ist angeknickt. Kommt ja bei mir nicht vor. Vorsicht. Also nehmen wir es mal wieder an. Ach so, ja, also dann rufe ich Sie an. Und sagen die Wahrheit, was wirklich passiert ist. Und wenn Sie nichts dafür können, na, dann werden wir den Kopf schon nicht abreißen. Ja, Moment, nehmen wir mal an. So, nun Schluss mit der Theorie, auf geht's. Ja, wunderbar. Also, Kinder, wer fliegt zuerst? Ich bin dran. Na, Quacks, schon wieder. Jawohl. Du bist ja immer dran. Ich bin aber auch dran. Na, immer nur du. Wo bleibst du hier? Weil ich noch mal dran bin, Mensch. Ja, nun lass es mal, Kinder. Also, Quacks, da war heute mal, ja? Aber damit ein Komfort. Ein Komfort. Wer fliegt denn jetzt? Wer soll denn schon fliegen? Unser Quacks natürlich. Ja, Miller? Sagen Sie, was macht denn der Hansen da? Lasst der den Quacks ganz allein fliegen. Wieso? Ja, weil er heute einen Steuerknüppel loslassen hat. Passt uns auf, was er jetzt macht. Wer denn? Na, der Hansen halt. Glimpflich. Kinder, Hansen hat seinen Steuerknüppel rausgeschmissen. Mensch, Oskar, wenn das mal gut geht. Das ist ja eine tolle Sache. Hat denn der Hansen gar keine Angst? Wie ist der Sepp? Das ist Hansen sein psychologischer Moment. Das ist ein aller Trick von ihm. Jetzt schmeißt er seinen Steuerknüppel raus, damit der Schüler merkt, dass er Vertrauen zu ihm hat.
Na, Herrschaft Zapremin, es wird doch kein Unglück passieren. Ach, Söpnik, Hans ist doch nicht doof. Der hat doch noch einen Reserveknüppel oben in der Kiste. Ah, der hat zwei. Na, klar hat er zwei. Du, ich bewundere deinen Scharfsinn. Ja, wenn ich jetzt auf den Arsch fällt, der klar. Denn er hat Hansen eben den Reserveknüppel drin und reißt die Mühle wieder hoch. Hat der Quax denn jetzt rausgeschmissen? Jetzt hat Quax seinen Knüppel auch rausgeschmissen. Der ist voll wahnsinnig geblieben. Wieso? Das können doch nicht einfach einen Steuerknüppel runterschmeißen. Ich habe zuerst einen runtergeschmissen. Naja, damit Sie sehen, dass ich Vertrauen zu Ihnen habe. Das konnte ich auch nach dem zweiten Mal viel besser feststellen. Wenn nur etwas passiert wäre? Ja, Angst aber bei der Fliegerei nicht haben. Also, wenn Sie denken, dass Sie fliegen können, dann fliegen Sie doch alleine. Oder wollen Sie nicht? Allein? Ja, ja. Machen Sie ruhig mal ein paar Landungen. Nicht nur so über den Platz. Ach was, ruhig mal ein bisschen weiter weg. Aha, und kann ich auch mal ein bisschen höher auf? Aber selbstverständlich, wenn Sie sich dabei wohlfühlen. Bitte schön, danke sehr. Siehst du, wieder ein Tisch, psychologischer Moment. Der erste Alleinflug, zum richtigen Augenblick. Zappel mit. So, schön, mein Junge. Knüppel vor, Schwänzchen hoch, zack, rein die ganze Pulle und...
Dom habe ich. Dankeschön. Fein, dass Sie hergekommen sind und gleich im Flugzeug. Ich wollte möglichst schnell hier sein und dann wollte ich auch pünktlich bei... Ist der Bürgermeister schon... Ja, der Bürgermeister ist auch im Garten. Wollen wir gleich hingehen? Nein, ich hätte... Das ist nämlich ganz günstig. Ich hätte was mit Ihnen zu besprechen. Ja, bitte. Frau Pfarrer Marianne, das Leben hat in seinen Gewissenslebenslagen... Ich meine, das Leben hat... Wenn man gemerkt hat, dass das Leben einen ziemlichen Lebenszweck erreicht hat, denn dafür wird man ja schließlich geboren. Wenn man einem das klar geworden ist, dann ist schon ziemlich viel gewonnen. Dann ist auch das der richtige Augenblick im Leben, der dann in einem lebendig wird. Und dann richtet man auch die Frage an das Leben und nun. Und das Leben richtet aber auch an einen die Frage und nun. Und nun möchte man natürlich auch gerne eine Antwort haben. Und das ist das, was ich... Ja, ist klar. Können Sie verstehen? Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Da muss ich jetzt anders anfangen. Fräulein Marianne, Sie wissen, ich fliege. Und dieses Fliegen ist nun zu meinem Lebenszweck geworden. Aber immer so alleine durchs Leben zu fliegen, das kann ich nicht. Ach, Sie können doch nicht alleine fliegen. Sind Sie nicht allein hergeflogen? Natürlich bin ich allein hergekommen. Das war ja mein Alleinflug, nicht? Aber ich meine, ich möchte eben nicht mein Leben im Alleinflug verbringen. Von der Marianne. Gib mir bitte um deine Hand. Ja. Wir suchen Sie überall. Ja, wo ist er? Marianne! Marianne, komm, ich warte. Wo bleiben Sie so lange? Ja, ich weiß auch nicht. Schau mal. Ja, schau doch mal nach. Ja. Da ist er, der Quacks. Was? Da ist er. Wo sind Sie denn hergeflogen? Na ja, war ja ein Katzensprung. Wo haben Sie denn Ihre Flugmaschine? Habe ich geparkt auf dem Markt. Also, ich muss ja sagen, Herr Bürgermeister, ich bin jetzt sehr eilig, aber ich möchte noch eines sagen. Sie haben damals in Ihrer Rede betont, jeder Mensch muss auf den Platz gestellt werden, wo er vom Leben aus hingehört, nicht wahr? Das habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen und ich bin nun fest entschlossen, meinen Beruf zu wechseln. Was, Sie kündigen? Jawohl, Herr Direktor, ich kündige mit allem Komfort. In Zukunft werden Sie mit mir leider nicht mehr rechnen können. Ja, das ist doch selbstverständlich, das verstehe ich auch sehr gut. Als Flieger hat er doch ganz andere Aufgaben, viel höhere, viel ja. wichtigere, viel ominösere. Voluminöser. Das sage ich ja. Ja, also ich muss auch sagen, also ich will fliegen. Ich sehe in der Fliegerei ein ganz bestimmtes Ziel, eine Lebensaufgabe, einen Lebenszweck, meine zukünftige Existenz, würde ich sagen. So, und nun, meine Herrschaften, muss ich mich leider verabschieden. Ich bin sowieso schon sehr lange hier geblieben. Meine Zeit ist knapp bemessen. Ich habe auch alles erledigt hier, was ich erledigen wollte. Zu meiner vollsten Zufriedenheit, muss ich sagen. Auf Wiedersehen. Oh. Nicht ungut. Alles gut auch.
Hiermit eröffne ich die Badesaison. Telefon? Na endlich. Krax, ist Ihnen das passiert? Nein, nein, mir nicht, Erik. Es geht mir soweit ganz gut. Ihnen auch? Was machen denn die anderen so, die Jungs? Ist alles so... was? Ach so, ja, was los ist, was los ist, wollen Sie wissen? Ja, Gott, ich bin soweit ganz gut runtergekommen mit der Emma. Bloß, na, Bruch nicht direkt. Ich meine, da war auf einmal... Nehmen wir mal an, ich war nur, da war nämlich auf einmal so Wasser und dann war ich drin. Hübscher See. Beitauchen. Und was ist mit Ihnen? Telefonieren Sie vom Krankenhaus aus? Nein, ich telefoniere von hier. Nein, ich meine, mir ist nichts passiert. Nur das Fahrgestell. Ja, die Flächen sind angeknickt und vom Propeller ist ein bisschen was weggesplittert. Ja, jawohl. Jawohl, wie wir es damals angenommen haben. Vorschriftsmäßig. Was? Nee, da ist ein vom Motor, nee, da ist nur ein Stückchen. Da ist ein Stückchen weg, ja. Und mit 9 könnte ich wieder starten. Also 100% ja vor. 98. Also los. Kommen Sie her mit dem nächsten Zug. Na, mit. Es ist dem nichts passiert, Gott sei Dank. Das ist ja fein. Verstehst du das? Quax hat Bruch gemacht und Hansen spricht zu ihm wie ein Vater zu seinem Sohn. Sonst macht er bei jeder Kleinigkeit Krach, dass ihm die Stimmbänder rauchen. Aber den Quax, den zieht er immer vor. Das hast du recht. Guck dir außerdem merkwürdige Leute. Wie das noch ausgeht, da bin ich ja gespannt. Ich auch. Ich möchte jedenfalls nicht in seine Haut stecken. Na nu, Sie sind schon da? Melde mich vom ersten Alleinflug zurück. Ja. Und was haben Sie mir zu sagen? Bitte um meine Entlassung. Ist das alles? Ist das alles, was wir zu sagen haben? Ob das alles ist? Sie sind wir schon der Richte. Dann den Dübel steht trotz meines Verbots, dann los, um wieder anzugehen. Ich habe mich also doch nicht in Ihnen getäuscht. Ich war für mich irgendwie wichtig, dass ich in Dünkel steht. Schweigen Sie. Weil ich doch in Dünkel... Sie haben mir eine erbärmliche Komödie vorgespielt. Sie wollten mir vormachen, es sei Ihnen ernst um die Fliegerei, und ich habe mir gesagt, Sie gefallen mir. Sie mir ja auch. Ich bin für Sie gerade gestanden. Habe damals alles auf meine Kappe genommen. Und Sie? Aber genug. Sie verschwinden vom Bergkrieg, verstanden? Jawohl. Mit dem ersten Zug fahren Sie nach Dünkelstedt zurück. 7:16 Uhr. 7:17 Uhr geht ja, aber ich möchte gar nicht nach Dünkelstedt zurück. Warum denn nicht? Sie haben Sie doch nichts mehr zu suchen. Ja, dort auch nicht. Ich habe gekündigt. Was ist das nun schon wieder für ein Quatsch? Warum denn? Ich möchte gern Flieger werden und dann immer hierbleiben. Ist das wahr? Ihr fester Entschluss. Und darum wollten Sie nicht wieder zurück? Lügen Sie auch nicht? Nein. Dann sagen Sie das nochmal. Was? Na, was Sie da eben gesagt haben. Ich möchte gern bei ihm bleiben. Kann bleiben. Quax, hören Sie mal zu. Wir sind beide keine Freunde von ernsten Worten, aber manchmal geht es nicht anders. Ich vertraue Ihnen also noch einmal. Aber jetzt dürfen Sie mich nicht mehr enttäuschen. Verstanden? Ich fliege also nicht. Doch, doch. Sie fliegen.
heiße Groschenbügel, bin Ihnen als Fluglehrer zugeteilt. Gehören Sie auch dazu? Ja. Also Sie wollen fliegen lernen? Jawohl. Glauben Sie nur nicht, dass das so leicht ist, sich so einfach in die Krähe reinhocken und abhauen, was? Nein, nein, so geht das nicht. Es kommen nun für Sie ein paar sehr ernste und anstrengende Monate. Aber Sie haben den Entschluss gefasst, Flieger zu werden, ein sehr vernünftiger Entschluss übrigens. Gratuliere Ihnen dazu. Also Sie wollen auch Flieger werden, ja? Jawohl, ich möchte auch fliegen lernen. Ja, warum auch nicht? Sie werden schon lernen. Passen Sie mal auf. Augen auf. Vertrauen und Disziplin. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Disziplin ist die Hauptsache. So, nun gehen Sie mal alle rüber zum alten Kredel und lassen Sie Kombinationen verpassen. Der Kredel ist sozusagen das Mädchen für alles. Da kommen Sie wieder her. Aber beeilen Sie sich. Jawohl. Na, Sie sehen ja ganz manierlich aus in Ihren Kombinationen. Das ist nur für die nächsten Monate Ihr Ehrenkleid. Machen Sie bitte keine Schande. Der eine oder andere von Ihnen wird ja später mal versuchen, aus der Reihe zu tanzen. Dafür hat niemand mehr Verständnis als ich. Ja, das erzähle ich Ihnen. Das ist ja wurscht, erzähle ich Ihnen später mal. Fliegerische Zucht und Ordnung steht über allem. Und wenn Sie dann später in der Maschine sitzen und dieses tolle Gefühl kennenlernen, ich fliege, dann werden Sie erst den Sinn meiner Worte voll und ganz verstehen. Mehr sein als Schein. Also, meine Herren, wer fliegt zuerst? Ich. Nein, 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 so geht das nicht. Zurücktreten. Also, wer ist schon mal geflogen? Ich. Ach, Sie. Ach ja. Da wollen wir lieber nicht drüber reden. Ne? Wäre eine tolle Sache. Na, wenn Sie schon mal geflogen sind, dann kommt erst ein anderer dran. Na, fliegen Sie mal zuerst. Ich? Haben Sie Angst? Ein bisschen. Ja, Angst haben wir der Fliegerei nicht haben. Machen Sie auch keine Angst und keine Angeberei. Da kann schon nichts passieren, ne? Und verlieren Sie Ihren Humor nicht. Der Kleinste hat es immer am schwersten. Also, los.